1. In der Vergangenheit war ich oft schon Gast im Jong-Verein Wolfenbüttel. Bei Trainer Mike Löhr lernte ich verschiedene koreanische Kampfkünste kennen. Nun bietet der Jong-Verein eine weitere Kampfsportart an, das Kumo-Jae. Kumo-Jae ist eine koreanische Kampfkunst. Sie beinhaltet Basistechniken, Formenlauf, Meditation und Sparring mit dem Schwert. Außerdem gibt es noch die Disziplin Bogenschießen. Ja, Mike, wir haben eben einige Vorführungen hier gesehen vom Kumo-Jae. Mich würde mal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das hier anzubieten im Jong-Verein Wolfenbüttel? Ja, wir waren in einem Lehrgang in München. Da war der südkoreanische Meister Yang da und hat Kumo-Jae angeboten zum ersten Mal in Deutschland als Schnupperseminar. Da war ich mit meinen beiden Töchtern und habe dort das Kumo-Jae kennengelernt und lieben gelernt. Ja, und ich weiß ja, der Jong-Verein bietet ja noch andere Kampfsporten an. Kannst du noch mal kurz sagen, welche das alle sind? Ja, wir machen hauptsächlich Taekwondo, Hapkido, Sportschambara und das auch sehr erfolgreich im Wettkampf, Taekyon und einige Selbstverteidigungstechniken aus dem Reality-Based Knife Survival. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzt man für das Sparring ein Schaumstoffschwert. Das Soft-Sparring ist der Einstieg für den Kampf mit einem Gegner. Ähnlich wie beim Sportschanbara gibt es in einem Wettkampf bestimmte Trefferpunkte am Körper, die entsprechend bewertet werden. Für das Ausführen härterer Techniken bedarf es dann einer Schutzausrüstung, die aus Kopfschutz, Handschuhen, Unterarmschützer und Brustpanzer besteht. Kumo-Jae ist in Deutschland noch recht unbekannt, findet aber immer mehr Zuspruch. Ja, es gibt zwei Gruppen in Deutschland bisher. Eine in München, in Ismaning, die wird geleitet von Michael Poschen. Und eine Gruppe hier in Wolfenbüttel-Roklum, die von mir geleitet wird. Und wir haben noch zwei Leute, die zusätzlich zu mir auch mit dem IBP, das ist so ein Instructor Bridging Program. Was heißt das auf Deutsch? Das bedeutet, das sind Instruktoren, also Lehrer, die ausgebildet werden, um das Kumo-Jae in Deutschland zu verbreiten. Diese Übung ist schwieriger als man denkt. Gilt es doch, die Kerze nicht zu treffen.
Bei dieser Übung muss der Schnitt an der markierten Stelle erfolgen. Die beiden Töchter von Mike Löhr haben sich ebenfalls mit großer Leidenschaft dem Kampfsport verschrieben. Sophie und Feline besitzen mittlerweile sogar Meistertitel. Also ich bin Europameisterin mit dem Langschwert und Vize-Europameisterin mit dem Kurzschwert. Und wir haben das Seminar vom Kumoye in München dafür genommen, um uns auf die Europameisterschaften mit vorzubereiten. Und wie man sieht, halt auch mit großem Erfolg. Und wie ist das so? Wie oft wird trainiert, bevor ihr zu so einem Wettkampf fahrt? Wird das irgendwie extrem, also das Training extrem verdichtet vorher? Oder trainiert ihr einfach einmal, zweimal die Woche? Also wir haben uns jeden Mittwoch getroffen, haben auch für mehrere Stunden trainiert und ab und zu auch nochmal in der Freizeit halt und zu Hause. Und dann vorher, bevor die EM gestartet ist, haben wir halt gesagt, ja, damit sich keiner verletzt, machen wir die letzte Woche ein bisschen ruhiger, dass man sich wirklich darauf nochmal konzentrieren kann, so ein bisschen die Form laufen und kämpfen eher nicht, weil man sich ja auch trotzdem verletzen könnte und das man dann halt trotzdem an der EM teilnehmen kann, weil es ja schon ein wichtiges Event dann gewesen. Feline hat auch einen Meistertitel. Sag mal, was du für einen Meistertitel hast. Ich habe mit dem Langschwert den Europameistertitel errungen. In meiner Altersklasse, damals noch 11 bis 13 Jahre. Ja. Warst du sehr aufgeregt? Was geht einem da so durch den Kopf, wenn du da stehst? Ich denke mal, da sind auch viele Zuschauer, die sich das ansehen. Schaltet man die komplett aus und konzentriert sich nur auf sich oder kriegt man da ringsrum doch noch was mit? Die ausschalten, das geht gar nicht, weil wenn man da kämpft, zum Beispiel, das war ja dieses Jahr in Deutschland und da waren dann halt auch relativ viele Kämpfer aus Deutschland und dann haben die einen halt immer alle angefeuert und das hat auch so ein bisschen mehr den Druck noch gesteigert, weil man dann halt auch wusste, wenn man nicht richtig kämpft, dann könnte man die alle noch mit enttäuschen und nicht nur sich selbst und seinen Verein. Neben dem Schwert ist auch das Schießen mit dem Reiterbogen eine Disziplin beim Kumoye. Hier unterscheidet man das Schießen aus dem Stand, aus der Drehung und aus der Bewegung beim Gehen. Wer sich für Schwertkampfkunst und Bogenschießen interessiert, ist richtig beim Kumoye. Und herzlich willkommen im Jong-Verein Wolfenbüttel. Na, doll, set, net, na, doll,